Warum du als Immobilienmakler mindestens 3 Akquise-Methoden brauchst, um dein Business auf das richtige Level zu bringen. Mein Name ist Heinz Bosbach und in diesem Video werde ich genau auf diese Themen detailliert eingehen. Und warum 3 Akquisequellen? Zuallererst mal müssen wir eine Sache festhalten. Immobilienmakler oder die meisten Immobilienmakler, die haben eine Akquisequelle. Auf die verlassen sie sich. Die einen verlassen sich auf das Thema Empfehlungen. Empfehlungen kommen und gehen. Wenn du dein Business nicht so granatenmäßig gut aufgebaut hast, dass diese Kette der Empfehlung niemals abreißt, ist das schön und gut, aber es ist super gefährlich, wenn du dich nur auf eine Methode verlässt. Die anderen, die kaufen Leads zum Beispiel, habe ich in einem anderen Video erklärt, dass das dein Tod sein kann. Und mit Sicherheit auch dein Marketing tot ist. Wenn du also dich nur auf das Thema Leadkauf verlässt, dann handelst du im wahrsten Sinne des Wortes mit Nüssen. Und es ist sehr gefährlich, sich nur auf eine einzige Quelle zu verlassen. Im Übrigen, ganz interessant ist, dass viele Unternehmen tatsächlich sich nur auf eine einzige Akquisequelle verlassen. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du ein Unternehmen wirklich gut aufbauen willst und in dem Moment, wo du dich selbstständig machst, bist du auch gleichzeitig ein Unternehmen, selbst wenn du alleine bist, dann brauchst du immer mehrere Quellen. Und dazu möchte ich dir ein Beispiel nennen. Und zwar vor vielen Jahren habe ich Seminare veranstaltet, also Abendveranstaltungen für Immobilienverkäufer, aber auch für Käufer von Immobilien. Und da ist mir Folgendes passiert. Ich hatte ein Seminar, und also eine Abendveranstaltung, und da waren 70 Leute. Sehr, sehr cool. 70 Leute, alle gleichzeitig in einem Raum. Da kann man schon eine Menge Gas geben. Und dann habe ich in irgendeiner Weise auf den Titel bezogen einen ziemlichen Gegenwind bekommen, weil das fanden die ein oder anderen nicht so cool, und da habe ich mich von triggern lassen. Und dann habe ich Folgendes gemacht, nämlich ich habe den Namen geändert. Und schwupps, beim nächsten Seminar hatte ich auf einmal nur noch die Hälfte an Teilnehmern. Ich habe nur diese eine Sache geändert, nämlich den Titel. Dann habe ich mich wieder davon triggern lassen, obwohl erfolgreiche Aktionen soll man nicht verändern, habe ich mich wieder triggern lassen, habe ich den Namen nochmal geändert und dann habe ich den entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar, ich habe mir angeguckt, wo kommen denn die meisten Teilnehmer her? Und das war zum damaligen Zeitpunkt aus Printanzeigen. Da kamen die meisten, also so ein richtiger Sog. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da kannst du doch eigentlich nur noch die Printanzeigen machen. Das heißt, ich bin hingegangen, habe alle anderen Aktivitäten sein lassen und habe komplett auf Print gesetzt. Was ist passiert? Ich hatte sage und schreibe 8 Teilnehmer. Und dann habe ich überlegt, sage ich, boah, natürlich erstmal 8 Teilnehmer war nicht so cool. Da hatte ich schon ziemlich schlechte Laune, wie du dir vorstellen kannst. Trotz der Tatsache, dass ich von den 8 dann einen Auftrag bekommen habe, aus diesem einen Auftrag einen Tag später rief mich der Verkäufer an, sagt, boah, super, wenn einer meine Immobilie verkaufen kann, dann sie. Hab den Auftrag gemacht, 14 Tage später war es schon verkauft. Also das war schon auch noch okay, aber der Hergang war, dass ich alles abgeschaltet habe, um mich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das war nur in einem Kanal, in einer Quelle. Und daraus entstehen die Marketingaktionen, um diese eine Quelle zu bewerben. Da habe ich meine ganzen Schritte, die ich gemacht habe, meine ganzen Maßnahmen, die ich entwickelt hatte, die dazu beigetragen haben, dass in der Summe ganz, 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 ganz viele Touchpoints aufgebaut werden, um ganz viel Aufmerksamkeit, um sehr viel Sichtbarkeit zu erzeugen. Dadurch
kamen die Leute dann insgesamt zu mir? Dass dann der finale Auslöser die Anzeige war oder der finale Auslöser ein Flyer ist oder der finale Auslöser die Empfehlung vom Freund ist, ist dabei vollkommen egal. Entscheidend ist, du brauchst einfach mehrere Quellen, damit am Ende des Tages der Last Touch, also der letzte Touchpoint deines Interessenten, wenn er denn final zu dir kommt, dich anruft. Und das war mir eine große Lehre. Und seit diesem Zeitpunkt mache ich immer mindestens 3 Quellen. Ölquellen, Leadquellen, nenn es wie du es möchtest. Ich sage gerne Ölquellen dazu oder Goldadern kann man auch sagen. Die brauchst du, damit dein Business funktioniert. Schauen wir uns das mal an. Wenn du eine valide Strategie hast für das Thema Empfehlungen, super. Und ich sage dir, die beste Strategie für das Thema Empfehlungen ist eine hervorragende Dienstleistung. Das heißt, es ist der Erfolg. Erfolgreicher Verkauf von Immobilien. Und zwar so, dass du dich extrem unterscheidest von allen anderen Wettbewerbern an deinem Standort. Na, dann bekommst du die Empfehlung aus Überzeugung und nicht, weil du den Leuten Provision zahlen musst. Also es ist eine Quelle. Wollen wir nicht zu tief einsteigen? Es ist eine Quelle. Die zweite Quelle ist, dass zum Beispiel dein Ladenlokal, ja, das heißt, ein Ladenlokal ist Sichtbarkeit. Ja, die Leute sehen dich in der Einflugschneise, in der Einfallstraße. Das heißt, die Leute sehen permanent, ey, da ist der Mützelmann Immobilienmakler. So, dann haben wir das nächste Thema. Und da kommt auch der Punkt, warum Flyer so wichtig sind. Weil die Zielgruppe, die du hast, um Objekte zu akquirieren und Objekte zu verkaufen, die ist doch vollkommen klar. Das sind Menschen in der Regel 50 plus. Scheidung und Tod sind des Maklers Brot. Makaber, aber wahr. Das heißt, Menschen, die sich scheiden lassen, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass eine Immobilie verkauft wird. Menschen, die sterben, ja, da ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass am Ende eine Immobilie verkauft wird, also Erbschaft. Ja, Finanzierung, finanzielle Probleme ist ein weiterer Umzug, Wegzug, vergrößern, verkleinern. Das sind immer wieder die gleichen Argumente, warum Menschen eine Immobilie verkaufen wollen. Und deshalb ist es auch hier wieder so wichtig, dass du eben mehrere, mindestens 3 Quellen hast, um zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen verkaufen wollen, in den Köpfen der Leute drin bist. Was glaubst du, wie lange dauert es, bis ein Mensch von dem ersten Moment an, wo er sagt, ich will verkaufen, bis zum Punkt, wo er tatsächlich verkauft, wie lange dauert das? Minimum zwischen 3 Monaten und 2 Jahren. 3 Monate bis 2 Jahre, bis die letztendliche Entscheidung getroffen wird. Und glaube mir eins, ich habe sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Seminare gemacht mit Verkäufern und daher weiß ich ganz genau, was die Leute alles erzählen. Die ganze Bandbreite von Leuten, die direkt verkaufen wollen, von Leuten, die überlegen zu verkaufen, beziehungsweise überlegen, Makler oder privat, von Leuten, die sich erstmal so latent informieren wollen. Unter diesem Blickwinkel ist es auch sehr wichtig, dass man jeden Kunden sehr ernst nimmt. Jeden Kunden, jeden möglichen Kunden, also Interessenten, sehr, sehr ernst nimmt. Und nicht, weil der mal gerade vielleicht nur seine Immobilie bewerten will, schon keinen Bock mehr auf die Person hat, weil sie jetzt nicht verkaufen will. Ja, dann will sie in einem Jahr verkaufen. Aber willst du in einem Jahr dein Business zumachen? Willst du in einem Jahr keine Immobilien mehr verkaufen? Willst du in 2 Jahren deinen Laden schließen? Natürlich nicht. Also musst du dann auch Kunden haben, also gehört die Strategie, an Menschen dran zu bleiben, natürlich mit dazu. Also 3 Ölquellen brauchst du mindestens, um dauerhaft und permanent, konsequent und nachhaltig Aufträge zu generieren. In diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommentier gerne hier unter diesem Video. Schreib deine Erfahrung rein. Wie viele Ölquellen hast du konkret aufgebaut? Und vor allen Dingen folge uns auf den sozialen Medien. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, überall, wo du uns finden kannst. Und lass auf jeden Fall bitte ein Like da. In diesem Sinne, alles Gute. Bye, bye.